Früher war alles anders. Die Retro-Rubrik. Da frage ich mich, wer kam denn da back? Wer da back kam, eventuell, also beziehungsweise es steht eigentlich schon fest, Paris Hilton und Nikki. Nee, Gott, jetzt ist mir der Name. Nicole. Nicole Richie. Nikki ist die Schwester von Paris. Also Paris Hilton und Nicole Richie, so rum ist es richtig, planen ein Wiederaufbleben, ein Comeback ihrer damaligen Reality-Show. Und wer die nicht kennt, das war The Simple Life. Zwei wirklich verwöhnte, reiche Göhren, raus aufs Land, müssen auf Bauernhöfen mitarbeiten und ich hab's geliebt. Und das soll wiederkommen, in einer etwas veranderten Form. Warum? Ist es Geld aus? Oder nicht genug Aufmerksamkeit? Ich glaube, bei Paris Hilton geht das Geld nicht aus, aber nicht genug Aufmerksamkeit oder warum? Oder haben sie einfach nur nochmal Bock? Sind doch jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen älter, 40. Die beiden. 40. Also ein bisschen über 40 beide. Naja, ne? Die Sendung lebte ja damals davon, dass die beiden sehr naiv durchs Leben gegangen sind als zwei verwöhnte reiche Töchter, ne? Ob sie das jetzt Paris Hilton, ich habe gerade mal geschaut, 43 Jahre ist Paris Hilton inzwischen. Ich glaube, Nicole war ein bisschen jünger, ein, zwei Jahre, aber nur. Ja, die sind damals sehr einfach ins Leben gegangen und es war aber so unfassbar unterhaltsam und ich habe das wirklich geliebt, The Simple Life. Und ich habe das Gefühl, dass The Simple Life eine ganze Generation geprägt hat, so an Reality-Fans, aber auch so von der Art und Weise her. Ich glaube, das hat sehr, sehr viele Leute auf die eine oder andere Art und Weise sehr begeistert damals. Ja, was haben sie gemacht? Das war ein Roadtrip und die beiden sind dann quasi durchs Land gefahren und haben dann quasi hier mal so Work and Travel quasi gemacht, ne? Ja, genau. Mal hier, mal auf da, Bauernhöfen. Mal hier, mal da angepackt, mal in einem Diner gearbeitet, mal auf einem Bauernhof. Dann haben sie auch den Arm bei einer Kuh in den Hintern gesteckt. Und so eine Sachen sind auch da passiert. Das hast du dir gemerkt? Okay, das finde ich sehr witzig, ja, dass du dir das gemerkt hast. Das waren epische Szenen. Die sind in die Geschichte eingegangen. Ja, das sind sie wirklich. Aber sie sind ja gar nicht alleine gereist. Wer war denn da noch dabei? Oh, das weiß ich gar nicht. Wer ist 20 Jahre her? Wer war denn da noch dabei? Na, die beiden Hündchen. Waren es zwei? Ich glaube, es waren Gott. Zwei. Die zwei Chihuahuas von denen. Ja. Die waren auch ja. dabei. Übrigens, wenn du mal Zeit hast und Lust, musst du mal googeln Chihuahua oder Muffin. Das ist sehr, sehr lustig. Da kriegst du nämlich Bilder angezeigt von Muffins, die aussehen wie Chihuahuas und umgedreht Chihuahuas, die aussehen wie Muffins. Das ist sehr, sehr witzig. Kleiner kennst Tipp du, mal von kennst mir. Kennst du diese neuen Videos, die jetzt bei der fast toten Plattform TikTok viral gehen? Wo immer, es gibt ja diese Videos, wo ein Kuchen da steht und ein echter Gegenstand und der Kuchen sieht genau aus wie der echte Gegenstand. Man sieht quasi keinen Unterschied. Und jetzt gehen die Videos aber viral, wo der Kuchen halt wirklich so scheiße aussieht. Und in dem Ton hört man immer, wie die Leute so sagen, nein, das ist der Kuchen, das ist der Kuchen, nein, das ist der Kuchen. Und dann schneiden die in diesen hässlichen Kuchen und dann machen sie alle, wow, was? Sehr witzig. Noch nicht gesehen. Schicke ich dir mal, wenn ich es nochmal sehe. Ja. Kann ich in die Story posten auf der Dachboden. Wollte ich gerade sagen. Und dazu packen wir auch noch ein Posting von Chihuahua oder Muffin.